Das Schlimmste, was ich jemals erlebt habe, war 2019 in Brasilien während des 3x40-Wettkampfs. Da hat es hinter uns angefangen zu brennen. Da waren dann auf einmal Waldbrände und da ist der ganze Hang runter, ist dann da diese Feuerwalze gekommen und es fing an damit, dass es so ein bisschen düster wurde, so ein bisschen rotes Licht. Ich dachte schon so, hä, es riecht so ein bisschen verbrannt. Ja, okay, dass dann da so nebendran irgendwie mal jemand seinen Müll verbrennt, ist jetzt nichts Ungewöhnliches in manchen Ländern so. Und auf einmal kam dann da so übelst die Asche, ja, so Ascheflocken rüber geweht mit dem Wind. Ja, das gibt es doch nicht. Es hat richtig geschneit, es hat richtig Asche geschneit. Gästezimmer, der Interview-Podcast der Goslarschen Zeitung. Herzlich willkommen im Gästezimmer. Mein Name ist Katharina Kleden. Neben mir sitzt mein Kollege aus dem Sport, Sebastian Krause. Hi, Sebastian. Hallo, Katharina. Unsere allererste Gästin in unserem Podcastzimmer ist die Sportschützin und Olympiateilnehmerin Jolien Bär aus Lochtum. Herzlich willkommen, Jolien. Hallo. Hi, wie geht's dir heute? Gut, sehr schön. Das Wetter ist schön, also könnte nicht besser sein. Sehr gut, das freut uns doch. Dann starten wir direkt einfach mal und stellen dir ein paar Fragen. Ja, Julien, aus sportlicher Sicht war natürlich Olympia das ganz große Thema für dich. Du hast daran teilgenommen und den sechsten Platz im Dreistellungskampf belegt. Allerdings war Corona ja auch das übergeordnete Thema. Gab es denn für dich mal den Gedanken, auf Olympia zu verzichten? Ja, also gerade so im Frühjahr 21 war es schon so, dass man sich natürlich auch mal irgendwie Gedanken drum gemacht hat, wie das alles im Sommer ablaufen könnte, weil ja da die Situation auch noch eine ganz andere war und man ja in seiner eigenen Welt war so und sich zu dem Zeitpunkt gar nicht vorstellen konnte, wie kann so ein Riesenevent funktionieren, wenn Corona in der ganzen Welt irgendwie noch voll unterwegs ist. Klar, da macht man sich schon mal Gedanken drum, aber für mich kam jetzt nie der Gedanke, wenn es vertretbar ist, eine Absage in den Raum zu stellen. Wie groß war denn deine Angst, dich infizieren zu können? Das spielte sicherlich ja bei all den Überlegungen auch eine gewisse Rolle, die Gefahr in Japan. Ja, generell schon. Also, aber dadurch, dass ich doppelt geimpft war zu dem Zeitpunkt, muss ich sagen, habe ich mich schon recht sicher gefühlt und auch das Konzept, was das IOC da vorgelegt hat, war für mich in sich schlüssig, ist okay gewesen. Von daher hatte ich da jetzt nicht so Bedenken. Olympia wird ja auch immer mit sehr vielen Sportarten in Verbindung gebracht, gerade die jetzt vielleicht nicht so populär sind oder in der Öffentlichkeit stehen. Die Möglichkeit, sich verschiedene Sportarten anzugucken, gab es jetzt in Japan nicht. Welche hättest du dir denn vielleicht gerne mal angeschaut? Also dadurch, dass ich, wenn ich zu Hause sitze und Olympische Spiele sind, gucke ich alles. Also ich gucke wirklich, wirklich alles. Und deswegen wäre ich, hätte ich, glaube ich, gerne mal so ein Groundhopping gemacht, wäre halt wirklich vom Judo zur Leichtathletik und hätte mir vielleicht auch Turmspringen oder irgendwas angeguckt. Also ich hätte gern so viel wie möglich davon natürlich aufgesogen und gesehen. Ja, war nicht möglich, aber auf jeden Fall so dieser Kontakt zu den anderen Sportlern, das war schon cool trotzdem. Wenn jetzt kein Corona gewesen wäre, hättest du da die Möglichkeit gehabt, deine Familie auch mitzunehmen, theoretisch? Ja, in der Theorie, also klar, das ist eigentlich recht normal, dass andere Sportler da auch immer ihre Familie und Freunde oder so mithaben. Ich habe auch zumindest von zwei Freunden von mir aus Lochtum gehört, die, wenn nicht Corona gewesen wären, die halt auch wirklich rübergeflogen wären nach Tokio. Ja, ich bin aber jemand, ich habe, hört sich jetzt vielleicht blöd an, aber ich habe meine Familie nicht gerne bei Wettkämpfen dabei, einfach um es nicht besonderer also zu machen, als es eh schon ist. So, und also die hätten dann gerne hinfliegen können, aber ich hätte dann in dem Moment vor meinen Wettkämpfen mit denen nicht unbedingt Kontakt haben wollen. So, aber generell ist es möglich, ja. Machst dich dann nervöser, wenn deine Familie dabei ist? Ja, also ich bin es halt einfach nicht gewohnt. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass es nochmal was anderes ist. Und deswegen würde ich es jetzt gerade bei dem größten Sportevent, das wir jetzt im Skisport haben, würde ich es nicht ausprobieren wollen. Ja, also ja, ich glaube, sie wären dann gerne da gewesen, obwohl das natürlich, na, da Tokio ist, das ist nicht machbar so, aber so war es auch okay. Wie lebt ihr denn da so? Also ist das dann eher so ein WG-Leben, Hostel-Leben oder ist Ja. da jeder für sich? Nee, also das war jetzt schon mehr so WG-Leben. Also ich speziell, oder beziehungsweise wir hatten ein Apartment, da haben wir zu fünft gewohnt. Das waren drei Zimmer plus so ein kleines Wohnzimmer und zwei Badezimmer.
Ja, wir haben dann da quasi das Apartment gebildet und so war das, also es gab verschiedene, es gab glaube ich von 3 Personen bis 7 Personen gab es glaube ich alles, recht spartanisch aufgebaut und da war auch, keine Wand war verputzt, also es sah sehr nach, okay, wenn jetzt hier alle wieder raus sind, dann machen wir ja einmal alles neu und dann werden die Wohnungen ja vermietet oder beziehungsweise verkauft und das hat man gesehen, dass da jetzt nicht so viel Wert darauf gelegt wurde, dass wir es da schön haben, aber brauchten wir auch nicht. Wir mussten da wohnen, wir mussten da schlafen und das war's. Ich habe da mal in einem Fernsehbericht gesehen, es gab da sehr spartanische Möbel, die irgendwie aus Hartpappe waren oder wiederverwertbar. Ja, Hast du denn auch auf solchen Möbeln, ja, hattest du die? Ja. Also die Betten da waren aus Pappe, also halt irgendwie so speziell gefaltet, dass die irgendwie mega tragfähig sind. Ich glaube, da gab es ja auch Australier oder so, die das ausprobiert haben und da zu 9 auf so ein Bett rumgesprungen sind und das ist nicht kaputt gegangen. Aber das war okay, also das war vollkommen in Ordnung. Das hat man jetzt nicht gemerkt, dass das Pappe war oder so. Also das darf man sich halt nicht irgendwie wie so Altpapier vorstellen, was dann da... Also jetzt vermutlich wird es im Altpapiercontainer liegen, ja. Es war auch nur das Bett, was aus Pappe war. Wir hatten noch einen Kleiderschrank, der war ganz normal aus Holz. So. Aber finde ich eigentlich gar nicht schlecht. Also warum dann da jetzt irgendwie groß Möbel reinbauen, die dann danach nicht mehr brauchen? So kann man das vielleicht nochmal gut wiederverwerten. Von daher war das vollkommen in Ordnung. Hört sich vielleicht schlimmer an, als es im Endeffekt war. Okay, also hattest du keine Rückenschmerzen am nächsten Tag? Nein. Ich habe mir zwar erst gedacht, boah, scheiße, ey, das ist voll hart, das Bett. Aber war ganz angenehm. Also war gut. Hab schon schlechter übernachtet auf jeden Fall. Okay. Gab es manchmal Momente, zum Beispiel, ja, wenn man dann abends im Bett liegt und am nächsten Tag ist der Wettkampf, wo du dich einsam gefühlt hast? Oder war eh so viel Trubel, dass für Einsamkeit eigentlich gar kein Platz war? Ja, also das gar nicht. Also, das sowieso nicht. Also wir sind das ja gewohnt, auf Wettkämpfe zu fahren und dann sind wir halt in unserer Schießbubble, sage ich jetzt mal, mit den ganzen Leuten. Und die waren ja doch noch alle so da. Also die kannte ich ja auch alle aus dem Schießen. Die Pistolenmädels kannte ich, die Pistolenmänner kannte ich, die Bogenschützinnen und so. Und da hatten wir schon so unsere Gruppe, wenn wir dann zusammen zum Essen gegangen sind. Und klar, ich war da jetzt alleine als Gewehrschützin, natürlich. Das war ungewohnt und das ist auch nicht schön, das möchte ich nicht unbedingt nochmal haben, aber ich habe mich jetzt nicht einsam gefühlt oder so, das nicht. Ja. Du hast ja mehrfach schon WM-Titel gewonnen und hast jetzt auch an den Olympischen Spielen teilgenommen, 6. Platz im Dreistellungskampf, hatte ich vorhin ja schon gesagt. Welche Ziele hast du denn jetzt selber noch oder ist für dich erstmal mit Olympia das größte deiner Träume erreicht? Nee, auf gar keinen Fall. Okay. Also das ist so der erste Step gewesen oder beziehungsweise einer von vielen so und das ist jetzt aber natürlich noch lange nicht das Ende der Fahnenstange. Also es gibt noch Europameisterschaften, es gibt ja immer noch Weltmeisterschaften und es gibt noch ganz, ganz viele Titel zu gewinnen und ich sehe das eher so als Erfahrung, die ich jetzt dann schon mal gesammelt habe, um dann in Paris da halt einfach angreifen zu können. Ich stelle mir ja immer die Frage, wie man sich so am besten vorbereiten kann. Also gibt es so Mittelchen, die man nehmen kann, damit man besser konzentriert ist? Und die gibt es vermutlich. Okay, aber das hast du gar nicht. Nein. Also die gibt es vermutlich, klar, natürlich. Also stehen ja nicht auch umsonst Beta-Blocker auf der Dopingliste so. Gut, das ist verboten. Es gibt vermutlich auch Dinge, die man nehmen könnte, die erlaubt sind. Da habe ich jetzt aber noch nicht mit rum experimentiert und ja, würde ich jetzt aber auch nicht ausschließen, dass das nicht der Fall ist, okay, im internationalen Vergleich. Ja, also du hast noch nie erlebt, wie jemand gedopt hat und sich da irgendwie... Also wir hatten einen Dopingfall mal, das war eine junge Österreicherin, damals noch im Juniorenbereich. Das war aber so ein bisschen, die hat halt einfach Pech gehabt, würde ich jetzt mal so behaupten. Die hatte einen Herzfehler, musste Herzmedikamente nehmen, die aber auf der Dopingliste stehen. Dafür gibt es normalerweise so eine Ausnahmegenehmigung, nennt sich TUE. Das hat aber mit dem nationalen und dem internationalen Verband alles nicht so ganz funktioniert irgendwie, die Kommunikation. Die ist dann Europameisterin, glaube ich, mit dem Luftgewehr geworden und wurde dann aber halt Doping positiv getestet, hatte keine TUE und wurde dann für 2 Jahre gesperrt und der Titel wurde ja aberkannt. Das war ja aber kein böswilliger Dopingfall. Also das war halt einfach maximal blöd gelaufen. Aber sonst würde mir nichts einfallen in die Richtung. Ist aber auch schwer bei uns. Also bis auf Beta-Blocker, also ist schon alles andere, was man so nehmen könnte, macht bei uns keinen Sinn. Okay. So.
Ja, wieso? Ja. Wieso würde das keinen Sinn machen? Naja, also Steroide, was brauchen wir? Muskelaufbau. Also wir brauchen ja keine super mega Muskelmasse. Diuretiker, warum? Also wir müssen uns nicht entwässern, wir müssen kein Gewicht machen oder irgendwas. So, also das meiste, bis auf zum Beispiel die Beta-Blocker, wo ich sage, ja okay, das macht Sinn, einfach um seinen Puls zu regulieren. Ja, macht alles andere keinen Sinn, mal davon abgesehen, dass es natürlich super gesundheitsschädlich ist. So. Und Dinge, die man theoretisch nehmen könnte, wo ich jetzt sagen würde, okay, das könnte funktionieren. Psychopharmaka, Antidepressiva, einfach um so ein bisschen gedämpfte Stimmung, Emotionen zu haben. Dieses ist kein Doping, steht nicht auf der Dopingliste, ist aber super gefährlich. Also würde ich die Finger von lassen. Wie sieht denn eigentlich deine Wettkampfvorbereitung aus, bevor du dann an den Start gehst? Hast du gewisse Rituale, die du immer wieder befolgst oder an die du dich orientierst? Nee, nicht so wirklich. Einfach für den Fall, dass wenn diese Rituale mal nicht machbar sind oder so, dass ich mich da nicht aus meinem Konzept bringen lassen möchte. Also ich kriege es ganz gut hin, dann zum Wettkampf mich runterzufahren und dann zu sagen, okay, ich bin jetzt fokussiert und ich schieße jetzt. Ich habe jetzt aber nicht ein Ritual, dass ich sage, ich bind mir jetzt immer erst den rechten Schuh oder erst den linken Schuh oder ich muss jetzt eine halbe Stunde Musik hören oder so. Einfach um zu vermeiden, dass wenn diese halbe Stunde Musik mal nicht drin ist, dass dann nichts funktioniert. Wenn du dich so fokussierst, wie sieht das denn aus? Bist du dann so ganz in dich gekehrt und willst auch deine Ruhe und am besten sollte dich auch niemand ansprechen oder bist du eigentlich du selbst nur ein bisschen weniger gesprächiger? Das ist so ein bisschen unterschiedlich von Tagesform zu Tagesform. Also eigentlich bin ich jemand, der auch bis kurz vorm Wettkampf nichts dagegen hat, irgendwie sich noch zu unterhalten und einfach so ein bisschen locker zu bleiben und nochmal Spaß zu machen. Aber meistens kommt das dann wirklich so 5 Minuten vor Start der Probe, dass ich dann einfach nochmal gucke, äußere Bedingungen, mich nochmal daran erinnere, was jetzt wichtig ist. Im Endeffekt ist es ja einfach nicht viel, was wichtig ist, sondern einfach nur technisch sauber arbeiten. Mehr ist es nicht. So, genau, dann einmal nochmal im Kopf den Ablauf abgehen und dann geht es eigentlich auch schon los. Hattest du schon mal eine unangenehme Schießnachbarin auf deinem Stand? Irgendwo, wo du sagst, oh mein Gott, das war ja so furchtbar. Ja, das war im Jahr 2019 oder 2018, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Aber es war auf jeden Fall beim Weltcup in München. Da haben wir Luftgewehr geschossen. Und der Ablauf ist ja so, eine halbe Stunde vor Startwertung dürfen wir quasi zu unserem Schießstand, dürfen alles vorbereiten, alles hinstellen, machen, tun. Und 15 Minuten vor Startwettkampf ist dann Startprobeschießen. Da haben wir 15 Minuten Zeit, halt Probe zu schießen, bis es dann losgeht. Und vor mir sollte jemand aus, was war's? Irgendein Karibikstaat. Ich weiß gerade nicht mehr, was es war. Dominikanische Republik? Ich weiß es nicht. Irgendwie so. Sollte vor mir schießen. Aber die kam und nicht. Und auch während der Vorbereitungszeit, sie kam nicht. Dann Startprobe. Es war immer noch niemand da. Und 5 Minuten vor Ende der Probeschießzeit immer noch niemand da. Und dann 2 Minuten vor Ende der Probe, wirklich 2 Minuten vor Ende der Probe, kam sie dann, stellte sich dahin. Und Das war ganz surreal, weil sie hatte quasi ein Gewehr, das war niegelnagelneu, da war noch nicht mal Luft in der Kartusche, da musste ihr Trainer erstmal losgehen, diese Kartusche noch voll machen und das war halt direkt vor mir, so die ganze Zeit Trubel gewesen und ich dachte, das gibt es doch nicht, was ist das denn jetzt hier? Also ich wusste nicht, dass das erlaubt ist, dass sie da quasi 2 Minuten vor Ende der Probe irgendwie noch kommt und dann halt noch mitmachen darf. Ich dachte, okay, das funktioniert ja nicht, die war halt nicht da. Nee, so, und auf jeden Fall kam dann ihr Trainer wieder mit der vollen Kartusche, sie macht das da rein und alles super hektisch und super laut und die hatte auch kein Stativ, das heißt, sie hat ihr Gewehr immer auf den Tisch gelegt und hier und da und es war halt nicht so, wie man das sonst so hat, also sonst ist das halt alles ein bisschen ruhiger, alle sind halt da und machen ihr Ding und dann ist gut. Das hat mich so aus dem Konzept gebracht und ich war auch irgendwie so wütend irgendwie, dass das, ich fand das unfair, ich fand das einfach respektlos den anderen gegenüber, die da halt irgendwie sind und ihren Wettkampf schießen möchten und das hat mich in dem Moment so aufgeregt, dass ich angefangen habe, glaube ich, mit einer schlechten 9 und dann noch eine
flache 10 und ich dachte, das gibt's doch nicht. Und gucke so auf ihren Monitor, sie schießt 2 Schuss und hat eine 10,9 und eine 10,4. Also sie schießt so richtig gut alles. Die war natürlich nicht gut. Die war auch am Ende, war die, glaube ich, vorletzte oder so, ne? Aber dann fängt die an, ich super schlecht und sie fängt an, sie richtig gut, hat auch noch mehr und ich drehe mich so zu meinem Trainer um. Er lacht einfach nur und schüttelt mit dem Kopf und er denkt, okay, ja, musst du jetzt durch. Ja, das war, also das ist, das werde ich, glaube ich, nie vergessen. Ja, das war super. Also ist das schon gang und gäbe, dass man auch mal rüberschaut und guckt, wie sie ja, da und so unterwegs ja, schon. Also gerade wenn man Leute neben sich hat, wo man weiß, okay, die haben ungefähr das gleiche Leistungsniveau. Also ich bin generell jemand, der viel guckt, wie stehe ich während des Schießens, auch gerade im 3x40 zwischen den verschiedenen Stellungen. Ich gucke dann nach Knien mal, okay, wo rangiere ich mit dem Ergebnis, einfach um einschätzen zu können, ob das, was ich gemacht habe, zu den Bedingungen jetzt gut war oder nicht so gut war. Also ich gucke da dann schon immer mal drauf, okay, wo stehst du jetzt? Auch nicht immer gut, die Trainer wollen das eigentlich nicht, aber ich habe mich damit eigentlich ganz gut eingependelt, so. Jetzt mal abgesehen von der seltsamen Teilnehmerin damals, was ist so das Schlimmste, was dir jemals auf einem Wettkampf passiert ist? Das Schlimmste? Oder gab es noch nie was? Wollt ihr auf irgendeine Situation hinaus oder? Nee. Nein? Okay. Das Schlimmste, was ich jemals erlebt habe, war 2019 in Brasilien während des 3x40-Wettkampfs. Da hat es hinter uns angefangen zu brennen. Da waren dann auf einmal Waldbrände und da ist der ganze Hang runter, ist dann da diese Feuerwalze gekommen und es fing an damit, dass es so ein bisschen düster wurde, so ein bisschen rotes Licht. Ich dachte schon so, es riecht so ein bisschen verbrannt. Ja, okay, dass dann da so nebendran irgendwie mal jemand seinen Müll verbrennt, ist jetzt nichts Ungewöhnliches in manchen Ländern so. Und auf einmal kam dann da so übelst die Asche, ja, so Ascheflocken rüber geweht mit dem Wind. Ja, das gibt es doch nicht. Es hat richtig Asche geschneit. Und dann drehen wir uns so um und sagen, ja, ist da so ein Waldbrand hinter uns und alle schon mega hektisch und ja, Wettkampf jetzt unterbrechen und ja, ihr geht jetzt alle mal dahin und wir müssen jetzt erstmal diesen Waldbrand hier in Schach kriegen. So. Das war krass. Ja. Ach, krass. Also ja. Wurde der Wettkampf dann auch abgebrochen? Nee, unterbrochen. Wir haben dann 1,5 Stunden Pause gemacht. Dann kam die Polizei und hat da auch und Feuerwehr und hat dann da so ein bisschen gelöscht. Also es war zum Glück zwischen diesem Hang, wo es gebrannt hat, und unserem Schießstand, war irgendwie so ein 6, 7, vielleicht 10 Meter breite Straße zwischen. Also es konnte dann zum Glück nicht zum Schießstand rüber. Und die Leute, die da wohnen, haben auch gesagt, das passiert hier so 3-mal im Jahr. So. Aber für jemanden, der das nicht kennt, ist das natürlich erstmal ein bisschen komisch. Das hat auch ein bisschen Angst. Ja. Das ist doch verrückt. Interessante Einblicke und glaube ich auch eine Geschichte, die man relativ selten erlebt und mitbekommt. Allerdings dann mal nochmal was auf Sportliche. Im Moment gibt es ja so von einigen Verbänden, so ist zumindest mein Eindruck, so ein bisschen das Bestreben, Frauen und Männer gleichzeitig an einem Wettkampf teilnehmen zu lassen. Ja, viele Verbände machen Mixed-Wettkämpfe. Bei euch im Schießsport ist es ja jetzt noch nicht der Fall. Wie findest du? Ist es doch? Ja. Okay, dann. Jetzt in Tokio gab es Luftgewehr Mixed, aber da haben wir Deutschen natürlich nicht dran teilgenommen, okay, weil wir keinen Mann da hatten. Gut. Konnte ich schlecht Mixed schießen. Das aber gibt es doch. Ja, gibt es dann doch. Aber ja. Im normalen Wettkampf ja zumindest erstmal noch nicht. Also ihr seid ja dann noch weiterhin Männer und Frauen getrennt. Ja. Für dich nachvollziehbar, würdest du dir vielleicht mehr Mixed-Wettkämpfe wünschen oder wie siehst du es einfach, dass Frauen und Männer getrennt sind? Ja, ist also ich finde es okay, dass wir quasi unseren Einzelwettkampf getrennt schießen, vollkommen in Ordnung. Aber ich finde diese Mix-Konstellation eigentlich auch sehr spannend. Also klar, das muss als eigenständiger Wettkampf stehen. Also ich würde es, glaube ich, nicht befürworten, wenn man sagt, okay, wir schießen jetzt Luftgewehr, offene Klasse, jeder darf mitschießen so. Das würde ich, glaube ich, nicht gut finden. Aber die Mix-Wettkämpfe finde ich auf jeden Fall finde ich ganz spannend, gerade weil sie es bei uns auch so ein bisschen als Turniermodus aufgebaut haben. Das finde ich sowieso eine besseren Modus als das, was wir jetzt gerade haben. Von daher wäre ich da froh, wenn es das vielleicht dann öfters oder auch jetzt noch länger geben würde. Ja. Von außen betrachtet, oder ich schilder jetzt einfach mal meinen Eindruck, ist es ja so, dass der Schießsport so ein gewisses Imageproblem hat, vielleicht auch in der öffentlichen Wahrnehmung. Er wird, glaube ich, in so eine gewisse Ecke gedrängt auch, ja, mit vielen Fällen in der Öffentlichkeit. Siehst du es erstmal ähnlich, wie jetzt mein Eindruck ist? Und was müsste vielleicht getan werden, damit der Schießsport ja
positiver wahrgenommen wird. Ja, auf jeden Fall. Also klar, wir im Skisport, wir haben zwei Probleme. Also wir haben einmal das Image-Problem, dass wenn Straftaten mit Waffen passieren, dass es zu 90% es ist gefährliches Halbwissen, aber dass halt oftmals die öffentlichen Fälle dann doch irgendwie in Zusammenhang mit Sportschüssen stehen. Andererseits hat der Skisport aber auch ein riesen Imageproblem, was glaube ich auch die Nachwuchsgewinnung schwierig macht, so dieses alte, verstaubte, traditionelle, also die meisten kennen ja den Schützenverein nur von sich aus dem Ort und denken sich, naja, hier die alten Männer, die treffen sich da gefühlt einmal die Woche, um Bier zu trinken, nebenbei noch so ein bisschen rumzuschießen und einmal im Jahr Schützenfest feiern. So, und das ist natürlich dieses Schützentum, dieses Brauchtum, natürlich, das gibt es in Deutschland. Das ist auch, finde ich, sehr schön. Also das gibt es ja in keinem anderen Land so in der Form, wie wir es hier in Deutschland haben. Aber man muss da den Schießsport ganz klar von abgrenzen. Also wir müssen es, glaube ich, schaffen, Vorbilder zu generieren, denen Leute nacheifern wollen. Also die Leute wollen ja Fußballer werden, weil klar, Fußball macht einerseits Spaß, aber beim Fußball kann man viel Geld verdienen. Es sind coole Leute, das sind Vorbilder, die sind jung, die sind modern. Und das macht, glaube ich, viel aus. Also wir müssen einfach wesentlich moderner werden und wesentlich attraktiver werden für die Nachwuchsgewinnung. Und ich glaube, dann ist auch im Umkehrschluss unser Image in dem anderen Bereich nicht mehr ganz so schlecht. Weil man sieht es ja an den Biathleten, da funktioniert es auch. Also die schießen mit genau den gleichen Waffen wie wir. Das sind auch Kaliber 22 LFB. Das ist genau das Gleiche mit dem, was ich schieße. Aber es sind halt keine Sportschützen, sondern Biathleten. Okay. Das ist, und das Image vom Biathlon ist natürlich viel, viel besser. Es ist, also im Wintersport ist das ja quasi die Hauptsportart im Winter. Mit Skispringen würde ich jetzt mal behaupten. Da funktioniert es auch. Du hast ja jetzt gerade gesagt, dass in Deutschland der das Brauchtum, Schützentum sehr groß ist, ganz anders als in anderen Ländern. Welche Erfahrungen hast du denn gemacht? Wie ist denn der Schützensport in anderen Ländern aufgestellt? Also ich glaube, es gibt selten eine Sportart, die in allen Ecken der Welt betrieben wird, beziehungsweise selten eine Randsportart, die in so vielen Ländern der Welt betrieben wird. Also wir sind, glaube ich, international der fünft- oder viertgrößte Sportverband in der Welt. In Deutschland ist genauso. Also der Deutsche Schützenbund ist der viertgrößte Sportverband in Deutschland. Ich glaube, 1,3 Millionen Mitgliedern oder so. Und da ist das aber mehr als... Ja, mehr so diese Schießclub-Ebene. Also die gehen halt wirklich hin, um zu schießen, um den Sport zu betreiben, diesen Konzentrationssport so. Und die haben halt aber nicht dieses Schützenwesen, wie es jetzt bei uns natürlich aus der Geschichte her erwachsen ist. Da ist das einfach, ja, diese sportliche Ebene nur. Die haben halt dieses Traditionelle nicht. Also so Schützenfest kennt man außer Österreich, Schweiz vielleicht noch, aber sonst kennt man das ja sonst nicht. Dieses ganze Drumherum, also Schützenfeste, Umzüge, Bier trinken, Ständchen kassieren, was alles so dazugehört, ja. Spielt das für dich heute noch eine große Rolle oder siehst du das ganz abgetrennt von deinem Sport? Ich glaube, ganz abgetrennt kann ich es nicht sehen, weil ich natürlich auch noch eine gewisse Verbindung zu meinem Heimatverein habe, dem SV Lochtum, und das auch sehr, sehr schön finde. Also ich versuche auch immer irgendwie zum Schützenfest, wenn es meine Zeit zulässt, irgendwie da zu sein und finde das auch toll. Mir macht das ja auch alles Spaß, so das Ganze drumherum. Ich habe das ja auch früher als Kind, weil ich das viel gemacht. Also ich war auch im Spielmannszug und dann sind wir hier in Goslar halt auch mitgelaufen und überall. Und klar, bin dann natürlich auch mit groß geworden. Und wenn es diesen Traditionsverein SV Lochtum nicht gegeben hätte, wäre ich ja auch nie jetzt da, wo ich bin. So. Deswegen hat das schon auch immer, oder wird es auch immer eine Verbindung haben. Aber klar, ich gehe jetzt nicht jedes zweite Wochenende zu Schützenfest XY und... Und betrinkst dich. Genau, und betrinke mich oder laufe im Schützenumzug mit. Oder und je älter ich auch werde, desto schöner finde ich das halt auch irgendwie dann so. Gerade auch in Hannover, da hat das ja auch einen riesen Stellenwert. Also ne, mit dem größten Schützenfest Deutschlands und dem riesen Schützenausmarsch dann da. Das ist ja auch ein riesen Event. Nee, es macht schon Spaß. Du bist ja jetzt nicht hauptberuflich Sportschützin, sondern eher Sportsoldatin, oder? Also
Ja, könnte man so sagen, obwohl natürlich meine Aufgabe als Sportsoldatin darin besteht, meinen Sport auszuüben, also das Schießen. Okay. Ich bin vom militärischen Dienst freigestellt. Ich bin jetzt auch militärisch schon komplett ausgebildet, bin Feldwebel im Dienstgrad und bin quasi jetzt 24/7 dafür da, zu trainieren und zu Wettkämpfen zu fahren. Ah, interessant. Also bin ich quasi schon Profi über Umwege, würde ich jetzt mal so behaupten. Das ist aber der Großteil der deutschen Athleten, die das so machen. Wieso dann Umwege? Was wäre der direkte Weg? Ne, der direkte Weg wäre, wenn ich mich über Sponsoren selber finanzieren könnte. Ne, dann wäre ich halt wirklich Profi-Profi. So kann man es schon auch natürlich Profi benennen. Aber die Definition von Profisportler ist ja, dass er mit dem, was er durch den Sport einnimmt, dann halt auch leben kann. So, das ist ja indirekt bei mir der Fall. Halt durch die Bundeswehr. Jetzt nicht durch Sponsoren oder Preisgelder etc. Jetzt studierst du ja auch noch nebenbei in einem Fernstudium. Ja. Was studierst du denn eigentlich? Betriebswirtschaftslehre mit dem Schwerpunkt Digitalisierung. Ja, mache ich jetzt seit einem Jahr ungefähr. Recht spät, sage ich jetzt mal, angefangen. Aber ich habe jetzt dann die Corona-Zeit noch so ein bisschen nutzen können. Habe gedacht, gut, dann fängst du jetzt an. Also geplant war es sowieso für den Herbst 20, dann nach den Spielen eigentlich, so, die sind ja dann ausgefallen und dann habe ich gesagt, okay, dann fängst du jetzt schon mal an, weil nochmal ein Jahr aufschieben macht dann ja auch keinen Sinn. Macht mir Spaß, aber jetzt mit den Spielen und so habe ich es ein bisschen schleifen lassen, ich muss da jetzt auf jeden Fall wieder ran. Wie zeitintensiv ist das? Also wie oft musst du da was machen? Ja, im Normalfall muss ich schon oder habe ich mir schon vorgenommen, irgendwie so am Tag 2-3 Stunden was dafür zu machen. Ich habe aber auch nicht den Anspruch, da in Regelstudienzeit durchzukommen, also das lässt sich, glaube ich, nicht vereinbaren, weil wer viel trainiert, der muss auch viel regenerieren und regenerieren ist dann nicht unbedingt studieren. So. Aber ja, es klappt mal mehr, mal weniger gut, aber so 2 Stunden am Tag wäre schon schön. Okay. Eigentlich. Neben deinem eigentlichen Beruf Schießen machst du ja noch ganz andere Sachen. Du gehst Joggen, hast erzählt, du fährst Rennrad, machst mittlerweile auch einige Workouts. Wie wichtig sind dir denn diese Sachen und ja, ist das einfach auch für dich ja, ein gelungener Ausgleich zu dem Konzentrationssport, halt Schießen? Ja, also einerseits ist es natürlich auch für Schießen selber wichtig, aber ich auch jetzt erst so richtig vor 2 Jahren quasi oder vor... Da muss ich ein bisschen ausholen. Also ich bin ja 2015 zur Bundeswehr gegangen und habe mir dann gedacht, boah, du bist ja jetzt Sportsoldatin. Das heißt, du musst jetzt hier richtig fit sein und du wirst ja dafür bezahlt und hier und da. Und habe dann echt viel gemacht und war dann ja auch die Jahre 16, 17 wirklich gut. Und dann saß ich halt so vor 1-2 Jahren zu Hause und dachte mir, okay, was hast du 2016 und 17 irgendwie anders gemacht, als du jetzt die letzten Jahre gemacht hast? Also ist mir aufgefallen, okay, du hast Sport wieder ein bisschen schleifen lassen, dies, das, so ein bisschen Kleinigkeiten, Detailarbeit und habe dann einfach wieder angefangen, das mehr zu fokussieren. Habe mir dann auch die Unterstützung gesucht, die ich dann da irgendwie brauchte oder gerne haben wollte. Das hat ganz gut funktioniert und ich würde auch mal behaupten, dass das auf jeden Fall ein Puzzleteil des Erfolgs jetzt war und würde das auf jeden Fall als ja schon sehr essentiell ansehen, zumindest für meinen Erfolg, ja. Als wir uns vor der Reise nach Japan nochmal getroffen hatten, da hast du mal erzählt, dass du privat eher der chaotische Typ bist. Ja. Das ist zumindest hängen geblieben bei mir. Ist das denn für dich im Sportlichen manchmal hinderlich oder kannst du jetzt das Private und das Berufliche sehr voneinander trennen? Ja, also ich bin generell, glaube ich, ein recht chaotischer Mensch, zumindest wenn es um meine Umgebung geht. So, ich breite mich gerne aus und habe gerne überall alles so und auch meine Schießtasche mit meinem ganzen Equipment, das ist nicht aufgeräumt, das liegt halt alles so rum, wie ich es jetzt dann halt irgendwie dann da reinwerfe und ich suche dann auch mal 5 Minuten länger als andere Leute ihr Zeug so. Und ich vergesse auch ab und zu das eine oder andere Ausrüstungsteil mal zu Wettkämpfen, das ist nicht schön. Ja, wissen aber inzwischen alle und kommen damit klar. So. Ich habe auch fast alles 2-mal, damit, wenn ich es einmal vergesse, okay, dann habe ich noch so Backup. Deswegen ist das leider auch in diesen Berufsteil quasi mit reingegangen. Im Studium ist das so ein bisschen anders, da bin ich schon recht gut organisiert, wenn ich dann was mache. Ja, aber im Schießen leider auch nicht. Ja, ich wäre gern ordentlicher, aber es ist einfach, ich habe noch nicht
so die Not gehabt, das jetzt irgendwie zu ändern. Okay. Wie sieht denn so eigentlich dein normaler Trainingsalltag aus? Wann beginnt er für dich? Wann stehst du auf? Wann sind deine Einheiten? Und vor allen Dingen, wann ist denn mal Schluss? So ein ganz normaler Trainingstag sieht bei mir so aus, dass der Wecker um 7 klingelt. Dann wird erstmal gefrühstückt. Und meistens geht das Training dann so um 10, 10:30 los. Je nachdem, was dann gerade auf dem Plan steht, so Luftgewehr meistens so 2-3 Stunden und Kleinkaliber meistens so 3-4 Stunden. Dann ist es meistens ja so 14-15 Uhr und je nachdem dann halt noch eine Runde laufen, Fahrrad fahren, Krafttraining. Mhm. Und dann bin ich meistens so gegen 16 Uhr, hätte ich jetzt gesagt, dann 16-17 Uhr durch. So ja, aber das ist auch nicht jeder Tag so, weil sonst würde ich das Studium ja auch nicht mehr schaffen. Mhm. Aber wie ich vorhin schon gesagt habe, wer viel trainiert, muss auch viel regenerieren. Das ist in den letzten Jahren auch immer wichtiger geworden, auch in der Trainingslehre. Das hört sich vielleicht immer so ein bisschen blöd an, so ihr macht ja nichts, aber der Körper und der Geist lernt ja in den Phasen, wo er es dann quasi verarbeitet und nicht in der Zeit, in der er irgendwas tut. Wie regenerierst du dich dann? Also Regeneration hat ein ganz großes Spektrum. Also es gibt zum Beispiel Leute, die sagen, okay, ich regeneriere zum Beispiel, wenn ich eine Runde ganz entspannt laufen gehe oder wenn ich 4 Stunden mich aufs Rennrad setze. So, bei mir ist es viel so, dass ich einfach diese Freiheit brauche, das tun zu können, was ich gerne möchte und nicht das, was jetzt vielleicht von mir verlangt würde. So, also ich mache dann gerne mal einen Ausflug oder spiele auch sehr gerne PlayStation. So, das ist so meine Regeneration. Halt einfach mit dem Schießen und mit diesem Beruf Sportsoldatin und Sportschützin dann einfach komplett wegzuschieben und halt einfach das zu machen, wonach mir jetzt gerade ist. Was spielst du denn auf der PlayStation? Bist du ja auch Fußballfan? Spielst du auch beim SV Neilethal? Ist es FIFA? Ja, es ist, also ich versuche immer auch andere Dinge. Ich kaufe mir immer wieder auch andere Spiele, aber ich bleibe dann doch jedes Jahr wieder aufs Neue bei FIFA hängen. Okay. Aber es macht auch immer Spaß. Okay. Mache ich da auch mit meinem Schwager manchmal zusammen online und so. Das ist schon, macht schon Spaß. Du hast ja natürlich jetzt mit Olympia den größten Wettkampf erreicht. Was meinst du denn oder aus deiner Sicht, wie viel von dem, was du erreicht hast, ist Talent gewesen und wie viel harte Arbeit? Puh, das ist eine gute Frage. Ich glaube, bis vor 2 Jahren hätte ich gesagt, dass das viel Talent ist und relativ wenig harte Arbeit. Einfach, weil ich Leute gesehen habe, die viel, 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 viel mehr trainieren und nicht das Leistungsniveau erreichen, was ich vielleicht erreicht habe. Aber inzwischen bin ich davon weg und bin eher bei dem Gedanken, dass das, wie wir das Training strukturieren und wie ich trainiere, dass das vielleicht einfach ein bisschen effizienter ist, als das andere machen. Und dass genau diese Mischung aus Schießen, aber dann lieber Qualität als Quantität zu machen und aber auch Freiraum fürs Leben zu haben, dass das so eine Mischung ist, die ganz gut funktioniert. Aber trotzdem, klar, sowas wie eine relativ gute Ausprägung von Hand-Auge-Koordination, Reaktionsfähigkeit, würde ich mir vermutlich schon zuschreiben, habe ich jetzt aber auch noch nie irgendwie mal so eine Feldstudie gemacht oder so. Aber vermutlich kann ich das ganz gut. Es hat ja bei dir angefangen als Kinderkönigin beim SV Lochtum. Wie alt warst du da? 10. War ich 9 oder 10 war ich da, 2004 müsste das. Ja, da war ich 10, ja. Okay, und da hast du vorher schon immer mal trainiert? Oder nee, war gar das nicht. Das erste Mal einfach? Ja. Also dieses Kinderkönigschießen, das ist, da muss man nicht im Verein für sein oder so. Da können halt die Kinder aus dem Dorf oder wo auch immer her, können halt kommen und können da schießen und können halt Kinderkönig werden, ja. Und das Jahr davor war es meine Schwester, die hatte dann aber keinen Bock zum Schießen zu gehen. Und dann halt das Jahr 2004. War es ich dann halt und da meinte dann die Trainerin Marion Böhm zu meiner Mutter, die aber schon in dem Verein war, bring die doch mal mit zum Training, das sah ganz gut aus, was sie da gemacht hat. Ja, und dann bin ich da mal zum Training gegangen. Dann ging es ja so los, dann hast du trainiert und es wurde immer besser und
Ich wollte es nicht aufbringen, dieses Thema. Jetzt bringe ich es trotzdem auf. Ich habe ja auch so eine kleine Schießerfahrung hinter mir. Ich war auch gar nicht so schlecht damals. Ich fand diesen Kult auch super cool dahinter. Fürs Biertrinken war ich noch zu jung, das kam dann später. Und da bin ich auch einmal, ich glaube, Königin und Ringmeisterin geworden und war fix und fertig mit den Nerven. Und vor allem, weil alle anderen, es ist ja, wenn dann das so, das wird dann so ganz geheim im Raum verkündet. Jeder möchte König werden. Und jeder. Wird man, und meine Eltern haben geheult vor Freude. Und ich dachte mir so, oh mein Gott, also bei einer Eins in Englisch freuen die sich nicht so. Also das war wirklich so ein, und mein Bruder ist jetzt auch dabei. Und das ist wirklich, die freuen sich alle riesig. Und dann ging es irgendwann los, dass ich mit in der Kreisliga schießen durfte. Und das ist ja immer am Wochenende gewesen. Ja. Nun wurde ich dann 18, 19. Ja. Und dann war am Wochenende anderes wichtiger. Mhm. Also das war ja dann bei dir nicht mehr drin sozusagen, oder? Sowas musstest du auf irgendwas verzichten extrem? Klar, ja, auf jeden Fall. Aber das muss jeder Leistungssportler, also definitiv. Aber ich war ja zu dem Zeitpunkt ja schon über diesen Punkt hinaus, dass ich sage, es ist halt nur ein Hobby, was ich irgendwie mal so nebenbei mache. Also ich bin ja, seitdem ich 14 bin, glaube ich, dann auch im Landeskader gewesen. So. Und dann geht das Ganze ja auch schon in so eine gewisse leistungsorientiertere Richtung. Dann auch schon mal zu einer deutschen Meisterschaft gewesen. Und da ist dann ja auch klar, okay, ja, das könnte ich mir schon vorstellen, das halt irgendwie dann auch nochmal weiterführend zu machen. Und mit 2011, wie alt war ich da? Da war ich 17. Mit 17 war ich dann ja auch zu meiner ersten Europameisterschaft. Da sind wir dann direkt halt Team-Europameister geworden. Und dann bleibt man dann natürlich halt irgendwie hängen. Aber klar, das ist super schwierig. Also es gibt nichts Schwierigeres, als junge Leute, Kinder, Jugendliche, so gerade mit 15, 16, 17, 18 dann da zu behalten und die dann irgendwie im Leistungssport weiterzubringen. Das ist der Knackpunkt bei ganz, 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 ganz vielen Sportarten, dass die einfach dann die jungen Leute sagen, nee, ich möchte gerne andere Dinge tun, ich möchte studieren in Stadt XY und da gibt es dann aber die Trainingsstätte nicht. Klar, ich musste aber auch auf viele Dinge verzichten. Also es ist nicht schön, wenn man auch in der Schulzeit gesagt bekommt, naja, ich habe dich jetzt nicht zu meinem Geburtstag eingeladen, weil du bist ja sowieso nicht da. So komme ich mit klar. Die Leute waren dann auch irgendwann nicht mehr meine Freunde. So. Ja. Und da muss man dann halt gucken, dass halt die Leute, die einen unterstützen, die tun einem gut und die einen nicht unterstützen, die halt nicht. So, aber ich bin ja dann auch mit 18 ausgezogen, nach Hannover gezogen und ich würde schon sagen, ich habe meine Jugend auch genossen. Ich bin 27, ich genieße meine Jugend immer noch. Ne? Aber klar, das ist natürlich was anderes, wie wenn ich mit 19 als Studentin nach Hannover ziehe und dann quasi nur mein Studium habe. Aber die freien Wochenenden wurden genutzt. Okay. Sagen wir es so. Das klingt gut. Ja. Aber denkst du manchmal so, ganz, ganz selten vielleicht hätte ich doch was anderes machen sollen? Ich frage mich nicht, ob ich was anderes hätte machen sollen, sondern ich frage mich manchmal, was hätte ich gemacht, wenn ich das Schießen nicht hätte? Also in welche Richtung gerade beruflich wäre ich gegangen? Ich glaube, dass ich nicht in diese BWL-Schiene gegangen wäre. Oder ich habe ja auch eine Ausbildung bei Volkswagen Nutzfahrzeuge vorher gemacht, bin ja gelernte Mechatronikerin. Also das hätte ich nie gemacht. Glaube ich. Ich hatte während der Schulzeit, hatte ich mich irgendwie mal so ein bisschen mit Veranstaltungstechnik, Licht- und Tontechnik interessiert. Aber das ist halt einfach kein Beruf, der sich vereinbaren lässt mit einer Leistungssportkarriere. Funktioniert einfach nicht. Ja, das ist, glaube ich, eher so der Punkt, dass ich mich manchmal frage, okay, was hättest du anstatt gemacht und nicht, wäre es besser, wenn? Bist du da schon zu einer Lösung gekommen? Nee, nicht so wirklich. Ja, es ist, ich frage mich dann halt auch, wäre ich vielleicht hier in der Region geblieben? Wäre ich trotzdem nach Hannover gegangen? Ich glaube es nicht. Also, weil ich glaube ich sonst das gar nicht finanziell hätte irgendwie stemmen können, in Hannover, in einer Stadt alleine zu wohnen. Also, ich glaube, das hätte gar nicht funktioniert. So, ich glaube, ich wäre schon hier auf jeden Fall in der Region geblieben und dann sind die Möglichkeiten, relativ begrenzt, würde ich jetzt mal behaupten. Zu einem Punkt bin ich da noch nicht gekommen, aber vielleicht denke ich mal drüber nach. Ja, musst du, glaube ich, als Spitzensportlerin nicht mehr, es ist okay. Du hast ja jetzt gerade auch sehr, sehr eindrucksvoll erzählt, wie wichtig es ist, als Jugendlicher dem Sport treu zu bleiben oder wie wichtig es überhaupt ist, Ziele vor Augen zu haben. Wie war es denn bei dir? Hattest du denn schon in jungen Jahren Ziele vor Augen, was du erreichen möchtest? Also mir wurde mal gesagt, dass ich wohl irgendwann mal bei einem
Nikolaus schießen oder so. Also noch ganz, ja klar, im Verein, im Schützenverein gibt es alles. Dass ich da irgendwann mal gesagt habe, dass ich mal gerne für Deutschland schießen möchte. Also da kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Mhm. Aber anscheinend war das damals schon ausgeprägt, beziehungsweise hatte ich damals schon das Bewusstsein, dass man den Sport Schießen auch auf Nationalkaderebene machen kann, international. Das weiß man ja vielleicht auch manchmal einfach nicht. Also ich glaube, es gibt in Schützenvereinen ganz, ganz viele Leute, die nicht wissen, dass man sowas sportlich international betreiben kann. Aber das ist eine andere Geschichte. Mit so den ersten internationalen Erfahrungen war mir auf jeden Fall klar, okay, ja, Olympische Spiele gibt's auch. Ja, das ist auf jeden Fall, warum nicht? Dann mit stetigem Erfolg und dann ja auch diesem konstanten Erfolg, würde ich jetzt mal sagen, oder mit diesen konstanten Weltklasseleistungen, war dann halt auch irgendwann der Gedanke da, okay, vielleicht auch bei Olympischen Spielen nicht nur teilnehmen, sondern dann da auch möglichst weit vorn zu landen. Also warum sich dann da in dem Punkt so limitieren und zu sagen, nee, Teilnahme ist alles und alles, was dann noch kommt, ist Zugabe. Ja, nö, warum? Ja. Die nächsten Spiele sind ja jetzt auch gar nicht mehr so weit weg. Also ja. Paris ist ja jetzt aus sportlicher Sicht ja fast schon um die Ecke. Wie viel Luft siehst du denn eigentlich noch in deiner sportlichen Entwicklung? Würdest du sagen, es gibt in vielen Bereichen noch Verbesserungspotenzial oder siehst du einfach so das Ende oder das höchste Level ist bald erreicht? Nein, auf gar keinen Fall. Also ich bin mir sehr sicher und habe auch schon von vielen Seiten gehört, dass unser Regelwerk und unsere Wettkampfstruktur jetzt so ein bisschen umgebaut wird. Wie das jetzt final dann aussehen wird, weiß ich nicht. Aber mit geändertem Regelwerk, klar, da geht es dann wieder los. Andere Reihenfolge vielleicht. Gibt es dann einfach wieder Dinge zu erarbeiten. Aber selbst wenn alles so bleiben würde, wie es jetzt zurzeit ist, habe ich gerade im Luftgewehrbereich auf jeden Fall noch massig Potenzial. Dann natürlich in den Finals selber. Also jedes Mal das Finale oder Top 8 zu erreichen, ist zwar schön, aber man möchte ja nicht dann irgendwie jedes Mal ohne Medaille rausgehen. So. Da gibt es noch super viel Potenzial für mich. Ich glaube, wenn ich bei der Hälfte den Finals, wo ich dabei gewesen wäre, jedes Mal eine Medaille nur mitgenommen hätte, dann wäre ich, glaube ich, jetzt vermutlich schon die dritt- oder viert erfolgreichste Sportlerin in Deutschland gewesen. Also da gibt es noch so viel Potenzial. Das ist, ja, ich bin auch mir sehr sicher, dass auch im Kleinkaliber-Stellungskampf also 1200 von 1200 Ringen möglich ist. Und das wäre nochmal so ein Ziel, also im Kleinkaliberbereich voll zu schießen. Mhm. Ob jetzt auf 3x20 oder 3x40, also auf 120 oder 60 Schuss, das ist eigentlich egal. Bin aber sehr sicher, dass das geht. So. Bist du, was das angeht, eigentlich sehr selbstkritisch mit dir selber, was Trainingsleistung und Wettkampfleistung angeht? Geht, weil meine Trainingsleistung oftmals meiner Wettkampfleistung ungefähr entspricht. Also ist jetzt bei mir nicht so, dass man sagt, okay, du kannst jetzt von der Trainingsleistung 5 Ringe abziehen, weil unter Nervosität oder so klappt das und das nicht so gut. Also ich trainiere eigentlich im Regelfall auch sehr, sehr gut und sehr, sehr hohem Niveau. Klar, aber selbstkritisch muss man immer sein. Ich habe mal deinen Wikipedia-Artikel rausgekramt. Oh, der ist sehr kurz. Der ist traurig kurz. Ja, das stimmt. Ja. Also da müssen wir ja mal sagen, hier, es ist ein Aufruf an die Fans da draußen. Ich lese ihn mal kurz vor, die Zeit muss sein. Also er ist auf Englisch, ich habe ihn jetzt mal ins Deutsche übersetzt. Dort steht, Jolien Bär ist eine deutsche Sportschützin. Sie nahm an den Weltmeisterschaften 2018 teil und gewann eine Medaille. Da steht nicht mal welche mehr. Ist da nur eine? Na gut. Sie ist offen lesbisch. Also das sind steht die da einzigen drin? Ja. Echt? Ja. Ach, verrückt. Das okay, wusste ich nicht. Das ist neu. Nicht? Das muss neu sein. Dann haben sie gedacht, ach scheiß auf die Medaille, wir schreiben noch mal das rein, Thema dass sie, zieht, ja. Das eher ja, offenbar. Das zieht, ja. Auch ein bisschen bei mir, muss ich sagen. Deswegen würde ich dich dazu gerne ein bisschen was fragen. Und zwar, hast du schon mal negative Reaktionen darauf bekommen? Nee, ich schätze mich sehr, sehr glücklich, dass das eigentlich so in Privat und Beruf eigentlich nie irgendwie groß Thema war oder negativ aufgefasst wurde. Nee, gar nicht. Ja, cool. Genauso soll es ja eigentlich sein. Ja. Das ist aber auch nicht immer der Fall. Deswegen, wie gesagt, schätze ich mich doch echt glücklich. Wenn, dann wurde es mir vielleicht nicht gezeigt oder nicht gesagt. Jetzt habe ich natürlich auch eine kleine Instagram-Recherche durchgeführt. Das gehört natürlich. Das ist auf jeden Fall umfangreicher als mein Wikipedia-Eintrag. Ja, wirklich. Also das war wirklich überraschend, als ich den gesehen habe. Da habe ich rausgefunden, dass du gerade Mama geworden bist von der kleinen Alma. Ja, richtig. Herzlichen Glückwunsch erstmal dazu. Dankeschön. Und da hat sich mir so die Frage gestellt,
Wie habt ihr euch eigentlich entschieden, wer von euch schwanger wird? Dann? Das stand von Anfang an klar. Also Jessica wollte gerne schwanger sein, mal dieses Erlebnis gehabt zu haben, schwanger zu sein. So. Ich konnte das für mich zumindest Stand heute, 20.08. 14.50 Uhr, konnte ich das für mich kategorisch ausschließen, dass ich das nicht gerne möchte. Und deswegen war das ganz klar. War vielleicht mal in Zukunft? Oder? Nee. Okay. Nee. Ja, okay, verständlich. So, jetzt hast du ein Baby, du bist verheiratet, du hast einen Hund, der laut Instagram auch sehr happy aussieht, muss ich sagen. Würdest du dich selbst als spießig bezeichnen? Auf jeden Fall, ja. Ich werde von meinen Freunden auch immer die Deutsche genannt, also weil ich so typisch deutsch bin. Ich bin auch immer pünktlich. Ich hasse Unpünktlichkeit. Selbst 5 Minuten, ich melde mich immer hier, ich komme ein bisschen später, alles gut. Das, was ich dann manchmal so chaotisch bin, bin ich in so einen Bereichen sehr, 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 sehr gesetzestreu, sag ich jetzt mal. Also ich bin super spießig, total. Voll. Witzig. Voll. Okay, jetzt bist du bist Spitzenathletin. Du machst noch mehr Sport, neben deinem eigentlichen Sport. Du studierst nebenbei, bist frisch gebackene Mama und einen kleinen Hund gibt's auch noch. Wann schläfst du? Also, wie kriegst du das alles hin? Ja, gut. Mutter sein und den Hund, das mache ich ja nicht alleine. Das ist ganz gut. Also, da ist ja auch noch jemand anderes da, die mir da auch echt viel abnimmt. Ja, ansonsten ist das, glaube ich, so wie es jeder andere mit einem 40-Stunden-Job halt auch macht. Nur, dass mein Job halt einfach nicht ins Büro fahren ist und Dinge am Schreibtisch tun, sondern halt zum Training fahren oder Training zu Hause machen oder das Studieren ist. Ich glaube, das lässt sich ganz gut vergleichen. Ja, dann sage ich, Julien Bär, vielen Dank für das Gespräch. Das waren für uns, glaube ich, alle sehr interessante sportliche als auch private Eindrücke. Wir sagen vielen herzlichen Dank und bedanken möchten wir uns auch bei den Zuhörerinnen und Zuhörern, dass sie uns heute eingeschaltet haben. Wir wünschen dir, Julien, sportlich, privat alles Gute, viel Erfolg für deine weiteren Aufgaben und sagen danke fürs Zuhören und tschüss hier im GZ-Gästezimmer.